Dieser Mann fliegt von seinem Arbeitsplatz nach Hause. Kein Scherz. Für den Basejumper und Wingsuit-Profi Cengiz Kocak ist das keine große Sache. Kocak arbeitet im Südwesten der Türkei als Manager einer Seilbahngesellschaft. Jeden Morgen fährt er mit der Seilbahn auf den knapp 2000 Meter hohen Berg Babadak. Und am Abend fliegt er mit dem Gleitschirm ins Tal. Arabayla gelinen, belki 40 dakika sürede gelinen, teleferikle 25 dakikada çıkılan yeri, ben yeri geliyor, işte 3 dakikada, 4 dakikada indiğim zamanlar oluyor. Her gün bunu yapıyor olmak bana ve sporuma çok şey katıyor. Aus der Vogelperspektive hat Kocak einen spektakulären Blick auf Ulu Deniz, einen beliebten Urlaubsort in der Türkei, der für seine unberührten Strände bekannt ist. Nach der Landung hat er dann nur noch eine kurze Fahrt mit dem Auto, dann ist er zu Hause. Kocak lässt sich beim Militär zum Fallschirmspringer ausbilden. Nach seiner Pensionierung wird er begeisterter Wingsuit-Springer und nimmt erfolgreich an Wettbewerben im Namen der türkischen Streitkräfte und der Nationalmannschaft teil. Videos und Fotos von seinen Sprüngen teilt er regelmäßig auf Social Media. Nicht umsonst ist Kocak lokal als Batman bekannt und als solcher hat er definitiv den spektakulärsten Heimweg. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.